Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Leute, heute kommt meine Mama zu uns mit meinem kleinen Bruder zusammen. Auf jeden Fall haben wir schon die ganze Zeit Vorbereitungen gemacht, auch wenn es nicht danach aussieht. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Ein bisschen. Ihr wisst ja, wir haben ja die ganze Zeit von zu Hause aus gearbeitet und unsere Wohnung sah auch dementsprechend aus. Ja, Leute, ihr wisst ja, wir haben vor 3 Monaten geheiratet. Und meine Mama war kein einziges Mal bei uns zu Hause, außer nur einmal und das sehr, sehr kurz. Ganz kurz, für ein paar Stunden. Nicht mal ein paar Stunden. Also sie hat nur ein paar Sachen hier reingebracht und da war unsere Wohnung noch nicht mal fertig. Und mein kleiner Bruder Isa, der war noch nie bei uns und er freut sich richtig, vor allem auf diesen Hängesessel da. Ja, also... Wir sind so ein bisschen excited. Auf jeden Fall muss ich noch irgendwas zum Essen machen. Ich habe es voll vergessen. So, wenn man zu Besuch kommt, will man noch irgendwas essen. Ich mache einfach Zigarettenbrötchen. Wie heißt es auf Deutsch? Zigarettenbrötchen. Börek. Zigarettenbörek. Zigarettenteigtaschen. Nein, auch nicht. Ja, und das geht halt ganz einfach und ganz easy. Ich mache das gleich mit euch zusammen. Und dann dachte mir, ich mache irgend so ein Kavurma oder sowas. Keine Ahnung. Mit Reis. Und hier. Unser Mülheim lebt auch noch. Ja. Wir haben gesagt, er hält eine Woche, aber der lebt schon seit 2-3 Wochen. Der Mülheim! Und Leute, für diejenigen, die sich fragen, warum meine Mama jetzt seit 3 Monaten nicht hier war, also für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Ich bin ja ursprünglich aus Bielefeld, meine Mama lebt natürlich immer noch da. Ich bin ja hierher gezogen, nach Stuttgart, nach Böblingen. Das ist halt 5 Stunden Weg und deswegen kann meine Mama nicht einfach mal so kommen, genauso wie unsere Beziehung da, so war. Wir konnten nicht einfach mal uns besuchen kommen. Ja, meine Mama und mein Bruder arbeiten und deswegen schaffen wir das halt nicht. Und gerade sind ja sehr viele Feiertage. Deswegen, ja, haben die es jetzt endlich mal gebacken bekommen, hier hinzukommen, vor allem wegen Silvester. So Leute, die sehen so aus. Und was ihr noch vorbereiten müsst, ist, ihr holt euch einfach Schafskäse, tut da ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Eigentlich tue ich da mit Petersilie rein, aber wir haben gerade keinen da, deswegen müsste das eigentlich auch ausreichen. So, ihr tut so ein bisschen rein. Dann knickt ihr die Ecken hier zusammen. Und ganz fest müsst ihr das zusammenrollen. Ganz, ganz fest. So, und das Wasser ist dafür da, dass ihr hier den Teig ein bisschen anfeuchtet, damit das ganz gut zusammenklebt. Ja, das ist ja richtig so ein Hausfrau-Show geworden bei uns. Aber Leute, das ist halt unser Alltag und wir nehmen euch mal mit. Deswegen, falls ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, dann abonnieren nicht vergessen. Kostenlos könnt ihr uns unten abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, weil es kommen bald sehr, sehr, sehr coole Videos auf euch zu. Und Leute, wir werden Anfang Januar, also am 8. Januar werden wir in die Türkei fliegen, nach Hatay, zu meiner Heimatstadt. Und da werden wir euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten und die werden wir dann auch mit euch teilen. Und boah, wir haben so viele Neuigkeiten. Wir haben endlich ein Lager gefunden, Leute. Wir müssen nicht mehr von zu Hause aus arbeiten. Wie gesagt, wir haben ja den Mietvertrag eigentlich schon längst unterschrieben. Aber wir konnten da noch nicht einziehen. Also erst ab dem 1.1. Und wir haben gestern die Schlüssel bekommen. Dann können wir da endlich arbeiten, ohne dass wir unsere Wohnung total zerstören. Und wir werden auf jeden Fall feste Mitarbeiter haben, weil wir wirklich zu nichts mehr kamen. Wir hatten gar keine Zeit mehr. Und ja, das ist halt eigentlich auch wichtig, dass man noch ein bisschen Privatleben hat. Leute, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Meine Mama ist gleich da, also in einer halben Stunde müsst ihr dann da sein. Ich freue mich schon wirklich sehr. Ich habe euch ja eben erzählt, dass wir jetzt ein Lager haben. Wollt ihr so ein Video sehen, wie wir so ins Lager einziehen? Beziehungsweise wie wir uns das alles da einrichten? Falls ihr so ein Video sehen wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann wisst ihr Bescheid. Dann würden wir das alles aufnehmen und euch die ganze Zeit mitnehmen, wie wir das eigentlich sonst auch immer machen. Aber ich weiß halt nicht, ob es interessant für euch ist. Deswegen zeigt uns das sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Hi! Hallo! Hallo! Lisa, was geht? Ja, ist alles. Was hast du gesagt, Isa? Traumauto. Traumauto? Die sind voll beleuchtet. Isa, willst du auch mal fahren? Ja. Isa, guck mal, das ist die GTA 2. Ja. Oh mein Gott.
Als ob oben so eine Drohne ist. Ja, Leute, meine Family ist jetzt angekommen. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Es ist schon richtig dunkel geworden. Also ihr seht, wie lange es dauert von Bielefeld nach hierher, nach Stuttgart. Naja, und die sehen auch unser Auto das erste Mal. Deswegen haben die so reagiert. So, meine Lieben, wir sind jetzt ein bisschen einkaufen, weil morgen hat hier alles zu. Also meine Mutter schaut gerade, was bei mir so alles fehlt, was in einem Haushalt eigentlich nicht fehlen darf. Und das ist wohl das hier. Oh gut, darf wohl nicht fehlen und ich habe das noch nie gekauft. Und Chicken Deck auch. Und Chicken, ja, Chicken Deck haben wir eigentlich auch. Und ich sage, wie findest du es hier bis jetzt? Eigentlich geil. Er will hier einziehen. Ne? Dein Haarchen sieht gut aus. Thanks. So, wir suchen uns jetzt ein paar Silvesterknaller aus. Isa, was sollen wir holen? Alles. Boah, das sieht heftig aus, was ist das? Atombombe. 220 Schuss. Am besten wir holen uns Raketen. Ja. Mit Effekt. Narima, Jova. Mama ist da. Sein küçük kızım oldun yine? Ja. So, man merkt halt, dass ich verheiratet bin. Ja, der Elfkind ist ein Joch. Habt ihr schon was? Nein, wir schauen noch. Jetzt Second-Laden, wo wir einkaufen. Darf ich auch mal? So, wir haben was gefunden. Wir haben hier so ein 222 Schuss irgendwas, keine Ahnung was das ist. Dann haben wir so vier richtig laute Böller und hier so ein Set. Jetzt schmeißen wir unser Geld in die Luft. Ich bin eigentlich voll dagegen, das weißt du Jay auch, aber das haben wir jetzt nur wegen Isa gemacht. Und du fährst S-Klasse? Und ich fahre keine S-Klasse. Du lässt dich fahren? Ja. Boah, das ist meine Lieblingsabteilung hier. Rechts Chips, links Schokolade und Kekse. Auf was hast du Bock? Oreo. Magst du Oreo? Hallo. Hi. Willkommen zu Hause. Ja. Ist nice. Ist nice. Ich sah es voll begeistert. Hallo, guck mal, du wolltest doch die ganze Zeit auf diesen Hängesessel. Oh. Ja, aha, okay. Jetzt muss ich was zum Essen machen, weil die haben bis jetzt nichts gegessen. Also, ich habe hier auch schon was fertig gemacht. Leute, es ist bei euch auch so, dass die türkischen Mamas sowas mitbringen. Was? Das ist aber immer in Pepsi-Flaschen. Ja. Ey, richtig unnormal. Also, wo ich mich schon? Ja. Ich sah schon unseren Mülleim entdeckt. Der heißt Mülleim. Mülleim? Mülleim. So, Isa schließt uns jetzt seine Nintendo Switch an. Er hat das neu gekauft, hat er gesagt. Jetzt zocken wir ein bisschen. So, das Essen ist fertig. Wir machen jetzt gleich noch Geschmackstest. I send das auf Elka, sondern jetzt mal ehrlich. Ohne Ben ich mi Cemki, ich habe extra das aufgemacht. Ay, ay, afiyet olsun herkes. Hadi yine Allah için deneyin bir. Pilav da taş gibi olmuş. Echt jetzt? Nicht gut. Nein, nicht nur Pilau, mit Ed musst du zusammen essen. Ja, ich wusste. So, Isa, ablan yemeği nasıl bakalım? Danke. Das muss lachen. Beğenmedi bak. Beğenmedi. Doch, eigentlich gut. Eigentlich gut. Nee, normalde Isa hayatta Pilau yedi. Na, no, schmeckt gut. Echt? Ich bin so kaputt. Nur seitdem meine Mama ist putzig hier die ganze Zeit. Es war echt schlimm, als ich nicht da war. Nein, Spaß. Also schaut mal, was die hier machen. Guck mal, Isa packt eure Pakete. Die Bestellung. Es war alles gelogen, dass wir gesagt haben, keine Kinderarbeit. Keine Tierversuche. Guck
war Tierversuche. Tierversuch, Mülheim und Isa. Oh Gott, wie süß er das mal. So mit seinen kleinen Fänden, wie er das hält. Komm, wie süß er Briefmarke draufklebt. Also morgen kommen meine Schwiegereltern zu Besuch. Tunjas Eltern werden dann bei mir essen. Ich habe mir gedacht, so, wenn meine Mama schon hier ist, darf ich das nicht verpassen, diese Gelegenheit. Wir machen irgendwie Salma, was heißt nochmal, Weinblätter? Gerollte Weinblätter. Gerollte ohne Weinblätter. Fleisch. Ohne Fleisch. Da der Bruder von Tunjai Vegetarier ist. Und da machen wir irgendwas mit Bulgur und keine Ahnung was so. Und Fleisch. Da der Bruder von Tunjai Vegetarier ist. Und dann will ich endlich mal chillen. Ich bin seit 2 Tagen nur am Putzen und Machen. Hi. Hi. Was macht ihr jetzt? Dass man mich in so einer Situation mal sieht, ne? Ja, Leute, wir machen gerade diese gerollte Weinblätter. Also so sehen die jetzt aus, das sieht man ja hier auch. So. Mhm. Und die werden dann später gekocht. Also morgen. Das ist jetzt Vorbereitung auf morgen. Ja, und ich würde dann sagen, das war's dann auch mit dem Video. Wir haben noch Nachtschicht hier. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und hier verlinke ich euch noch das letzte Video von uns. Hier. Auf Isa. Auf Isa. Und ansonsten würden wir sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.